Hallo zusammen, heute geht es um die Lärmbelastung von Ventilatoren, leise Ventilatoren, laute Ventilatoren, Kühlschränke, die zu laut sind. Und ich habe hier ein iPad und hier sehe ich, kann ich messen damit, wie laut das so ein Ventilator ist. Ihr habt ein Bild gesehen, da ist so ein Teil 110 Dezibel, das ist richtig laut, das ist ein Düsenjet, ein Scheißdreck dagegen. Nur, da kriege ich solche Fotos, wie am ersten Ding steht, und der Lüfter hier läuft, da ist nur der Lüfter angeschlossen, der ist in der Regel so drin. Und der produziert einen Lärm, ihr seht es vielleicht, von 100 Dezibel. Klar, ich messe hier direkt den Luftstrom. Nehme ich den Lüfter raus, der ist jetzt hier nicht angeschraubt, und drehe den um, dass der Luftschalldruck gegen hinten weggeht. Dann habe ich nur noch etwa 70 Dezibel. Wenn ich das einen Meter davon wegmesse, ist es dann viel ruhiger. Es kommt auch auf die Einbausituation drauf an. Wenn ihr das Kühlaggregat in Holzkasten einbaut mit so einem Loch, sieht aus wie ein Geigenkasten oder ein Gitarrenkasten, dann habt ihr einen Resonanzraum, das ist zum Schießen, dann ist das Ding einfach laut. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Kunden schreiben mir, ja, unser Lüfter ist zu laut und so weiter und so fort. Wir verbauen seit Jahren diese Costech-Lüfter, ADA, Fandis. Wir haben sehr gute Erfahrungen, wir machen Kühlgeräte nicht erst seit gestern. Klar, es gibt leisere Lüfter. Ihr könnt ja den Lüfter ausbauen und einen leiseren einsetzen. Ja, aber hat er dann noch diese Luftleistung? Wenn ich einen leisen, langsam drehenden Lüfter einbaue, dann wir haben jetzt wieder den Schalldruck von 100, hier direkt am Ausgang gemessen. Wenn ich einen leiseren Lüfter einbaue, der nicht die Leistung bringt, dann kriege ich die Wärme nicht weg. Das heißt, der Kompressor muss mehr arbeiten und es hat auch keinen Sinn. Was wir jetzt haben, ist zum Beispiel so ein Widerstand. Also ein Widerstand ist nicht einer, sondern es sind 7 Widerstände, die sind auseinander, 700 Ohm. Also das heißt, ich habe eigentlich einen 100 Ohm Widerstand. Und wenn ich den hier in die Zuleitung reinmache, dann läuft der Lüfter auch viel ruhiger und ich habe hier eine Belastung von circa direkt nebendran von 60 Dezibel. Ich gehe nicht so genau auf das Ding ein, aber ich habe natürlich nur etwa ein Drittel Luftleistung. Wie ist das Kühlaggregat eingebaut? Wenn es warm ist, brauche ich die Lüfterleistung. Wenn es schlecht eingebaut ist, ihr habt schon ein paar Muster gesehen von mir, da kriegt das Aggregat gar keine Luft. Wenn es keine Luft kriegt, wird es zu warm. Also heißt, ich brauche einen stärkeren Lüfter. Da bauen die Leute einen zweiten Lüfter ein oder einen dritten Lüfter ein. Alles schon gesehen. Es bringt nichts. Die Luftzirkulation muss gewährleistet sein. Wenn ich jetzt diesen Widerstand einbaue, dann ist das toll. Der Lüfter ist ruhig. Aber die Luftleistung ist weg. Ich kann auch einen leiseren Lüfter einbauen, der auch keine Luftleistung hat. Dann haben wir das gleiche Ergebnis. Die andere Alternative ist dieser Widerstand hier mit so einem Knallfrost-Thermostaten oder Bimetall-Thermostaten. Wenn ich diesen hier einbaue, ist dies ist jetzt der gleiche Widerstand,
Und hier ist dieser Thermostat, das ist ganz einfach ein Thermostat, der bei 40 Grad schließt. Das heißt, wenn ich hier den, wir sehen hier den Lärm, wenn ich nicht rede, dann haben wir auch um die 60 Dezibel. Und wenn ich hier einen Schweißbrenner nehme oder so, ja, und heiz den ein bisschen, dann macht der zu und der Widerstand ist 0, weil der Widerstand ist gebrückt und er läuft wieder mit seinen 100 Dezibel direkt am Lüfter. Und sobald ich eine Temperatur habe über 40 Grad, hier läuft der Volllast und nachher wieder auf den niedrigen Drehzahl. Das wäre eigentlich die Ideallösung. Es gibt auch thermostatisch gesteuerte Lüfter, kommt aufs Gleiche raus. Warum bauen wir das nicht Standard ein? Weil 99% aller, die so einen Kühlschrank von uns kaufen, brauchen das nicht. Es sind dann 10%, die sagen, der Lüfter ist zu laut. Die anderen sagen, ist ja ganz okay. Warum bieten wir das nicht an? Wenn ich euch sage, so einen Widerstand brauche ich 50 Euro, dann sagt er, ich bin ja beschämt. Wenn ihr bei dem bestellen wollt, ich will eine Rechnung schreiben, ich will einen Lieferschein schreiben und so weiter, dann brauche ich 30 Euro. Nein, könnt ihr selber bauen. Das ist ein Stecker, 7 Widerstände, 700 Ohm. Warum 7 Widerstände, sondern nicht einer? Weil wenn ich einen nehme an 100 Ohm, schmilzt der durch, weil der vernichtet ja Leistung. Wenn ihr so einen Widerstand nicht selber bauen möchtet, dann könnt ihr den bei mir bestellen. Schickt mir ein Mail an info@wemo.ch mit eurer Anschrift und überweist mir gleichzeitig auf PayPal info@wemo.ch. Die E-Mail-Adresse verlinke ich euch unten drin. Und ich schicke euch diesen Widerstand zu, wenn ihr mir die 30 Euro auf PayPal überweist. Wenn ihr diese Lösung möchtet, mit den Thermostaten, gleicher Widerstand, dann überweist mir 50 Euro und schreibt dazu, ihr möchtet den grünen Widerstand mit Thermostaten oder nur den grünen Widerstand. Und sonst, ihr habt die Möglichkeit, den Ventilator zu ersetzen, einen thermostatisch gesteuerten Ventilator einzubauen oder einfach das Kabel hier ist ja normalerweise, das schwarze Kabel ist auf F eingesteckt, im schwarzen Kabel diesen Widerstand einzusetzen. Ihr könnt das Kabel einfach rausziehen, den Widerstand dazwischen und wieder einstecken. Ja, wir bleiben bei den Lüftern. Wir verbauen keine anderen Lüftern. Wir verbauen die schon seit Jahren und die meisten Lärmprobleme sind effektiv nicht am Lüfter, sondern an der Einbauweise. Dass es einen Resonanzkörper gibt. Wenn einer mir vorbeikommt mit der Gitarre, wo ich den reinkriege, dann könnt ihr mal schauen oder vergleichen oder hebt den Lüfter vorne Gitarre und ihr wisst, wie laut das die Resonanz ist in eurem Gehäuse drin, im Wohnmobil. Da wird leichtes Holz verwendet, am besten müsst ihr Betonplatten verwenden, die haben nicht so eine Eigenschwingung, aber das ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch einen schönen Tag.